Ich nehme den hausgemachten Senf. Der Assi. Haben wir irgendwie ein Zeber, um das runterzuwischen? Gleich mal vor, die Bestrafung wird durchgezogen, egal Zeber. Was. Die wird durchgezogen. Wo ist der saure Senf? Da ist er. Der süße Senf. Der saure Senf. Zwei Löffelchen. So, jetzt kommt mein Förderzug. Sag, dass der 7 Days Sour Bomb drin. Ja. Ja! Wuhu! Wuhu! Was nehme ich? Die Milch. Jawohl. Ich hab gewusst, da ist irgendwas Saures dabei. Eins. Mach, Walter, du bist, machen wir nur 3 rein. Es waren zwar 4 ausgemacht, aber 3 reichen, glaube ich. Ich nehme im Kaffee immer nur 2, gell? Na, machst du 2, komm. Na komm, machen wir 2. Machen wir 2. Einen hab ich noch. Einen hast du noch. Vielleicht schaffst du mehr wie ich. Echt verdammt schwer. Schmeckt einfach nur nach Static Poison. Ich sag, da ist noch der Brown Sugar dabei vom Freestyle. Nein. Nein, gut. Ja, Leute, das war der letzte. Ich hab 3, Julia 3, Tobi hat 2. Ich nehme jetzt mal die Brühe, kommt vor euch zu euch und rühre sie nochmal vor euch um. Also, schaut mal da rein. Mal schauen, warte, ob ihr es seht. Ja, hier seht ihr es ein bisschen, da schwimmt die Lemmremoulade oben drauf auf dem Bier. Ich nehme jetzt einfach mal die Kamera und leuchte rein, dass ihr es seht. Oh, sieht es eklig aus. Wie eklig es ausschaut. Also, wir haben jetzt nicht ausgemacht auf Ex oder nicht, aber der Tobi, ich würde sagen, auf Ex ist es nicht ganz so eklig. Würde ich auch sagen. Echt verdammt widerlich aus. Ich würde durchziehen. Ich nehme jetzt mal die Kamera und leuchte da mal rein. Ihr seht es, das sieht echt verdammt widerlich aus. So. Ich würde sagen, jetzt sagen wir erstmal. Willst du auch mal riechen? Ich würde sagen, wir sagen jetzt erstmal noch zu guter Letzt, was in welche Pfeife alles drin war. Ihr Zuschauer, ihr wisst es ja schon, aber. Boah! Also, ich sag schon kurz ein Sascha seine. Der Sascha hatte einen El Patron, einen Static Poison und einen Sour Bomb. Drinnen war noch der Bali Orange Mint und der Freestyle Temptation. Okay, dann sage ich zum Juli, Tobi. Den Grapefruit von Alfaka hat er erkannt. Den Miami Bitch von Prototype auch. Dann war es noch, der Blue Melon war noch drinnen. Also war es ein bisschen falsch mit dem. Das hat aber noch Christoph. Blaubeer geschmeckt. Ja, das ist ja Blaubeere. Das ist Blaubeere Melone. Das ist Blaubeere Melone. Ich dachte, das ist nur Melone. Nee, Blaubeere Melone. Da war es ein bisschen falsch. Dann war noch der Bali Zitrone Orange Minze drinnen und der Freestyle Brown Sugar. Ja, den Bali wollte ich als nächstes, hätte ich nochmal ziehen können. Aber, ja. Ja, bei mir war es der 7 Days Sour Bomb, Static Poison, El Patron, der Nuculate und der Grapefruit. Grapefruit, okay. Okay. Ja, Leute, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Jetzt will ich erstmal einen Spitzler. Sieht das eklig aus? Gut, so eklig riecht es jetzt nicht, also ich hätte es mir noch ekliger vorgestellt, aber es riecht trotzdem wie eine Grillsoße, Alter. Vielleicht schmeckt es ja ganz gut. Vor allem das Bier macht es irgendwie raus, Alter. Vielleicht schmeckt es ja. Also auf das Video müssen mindestens 30 Daumen nach oben sein, wenn wir nochmal sowas machen sollen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare reinschreiben, was für Bestrafungen ihr ganz lustig finden würdet. Also ich finde die eigentlich schon echt richtig mies und böse. Aber ich gönne mir jetzt erstmal noch einen Schluck Wasser. Willst du ein Bier? Nee, trinke ich jetzt. Ja. Also würde ich sagen, Prost. Hoch die Krüge. 2000 Jahre später. Das ist halt. Schaut aus wie Reinke. Also, ich habe mich gerade umentschieden, ich werde es nicht ganz trinken. Komm, nein, das Zeug, Bestrafung muss sein. Das ist ja richtig. Also, die Hälfte muss mindestens. Die Hälfte. Also bis dahin bist du im Ohr gepackt, sein, die Hälfte muss mindestens weg. Und du darfst das ablecken. Nein. Nee, wer hat gewonnen? Ja, beide gleich. Ich hab überhaupt keinen Bock, aber. Komm, Tobi, zieh für die Community, für unsere Fans. Anzug. Also, wenn man nicht ausgemacht, wie man es trinken, dann probiere ich erstmal. Look, wie du willst, wie du willst. Also, ich muss sagen, es schmeckt zum Glück überwiegend nach süßen Stem. Also, komm, gib das Zeug weg. Westschulden sind Ehrenschulden. Ich glaube, ich speider nur. Komm, zieh, Alter, zieh. Das ist jetzt schon eklig. Zieh weg das Zeug. Mindestens die Hälfte, haben wir gesagt. Mindestens.
Ich würde zwei große Schlücke machen, dann hast du es hinter dir. Einfach weg, das Zeug. Das ist so eklig. Mach Nase zu und durch. Komm, hau weg. Hau weg jetzt das Zeug, komm. Mich wirkt's jetzt schon. Dann dauert das Video noch 30 Minuten. Ja. Dann dauert es halt 30 Minuten, Alter. Boah, ist das eklig, ey. Halt die Nase jetzt zu und schalte ein schönes Zeichen ein, ey. Die Nase ist doch eh schon kaputt vom Rahmen, also hau das leichtes Zeichen. Gib ihm. Das sieht echt schon verdammt eklig aus, Leute. Der Meerrettich schwimmt oben drauf. Und die Remoulade. Du hast da die Remoulade selber rein. Ja, das ist echt so. Das war dein Fehler. Das war dein Fehler. Das ist weniger das, was stört, wenn das eine drin wäre. Na, ja, muss es aber leider weg. Das geht schon. Das geht schon. Sonst komm. Hast du wenigstens Eiweiße. Komm, hau das ist von deinem verlorenen Ei. Dass du Bizeps wegwächst. Dass du Bizeps wegwächst. Das ist richtig eklig. Das ist egal. Wettschulden sind Ehrenschulden. Komm jetzt, Tobi, zieh einmal für die Fans, die wollen dich leiden sehen, komm. Wir wollen dich leiden sehen. Wir wollen unbedingt sehen. Probier doch mal. Ich will nicht, du hast verloren. Wenn du es bis zur Hälfte trinkst. Zur Hälfte trinkst, ich und Juli nehmen einen Schluck. Wir nehmen einen Schluck. Wenn du es bis zur Hälfte trinkst, das ist ein faires Angebot. Wir müssen wissen, wie eklig es ist, dann haben wir alle was davon. Bis zur Hälfte, komm. Komm, kipp weg. Du hast ein Bier, du hast Bier mit gutes Bier. Darf man nicht wegschütten. Bis zur Hälfte, mach zwei große Schlücke noch, komm. Zwei große, komm. Das ist... Zieh! Zieh! 6,5 Stunden spät. Nee, du bist jetzt schluck einfach. Dir. Schluck, schluck, schluck. Schluck! Das ist noch ganz voll. Jetzt ist echt nur voll. Du musst schon noch irgendwas trinken. Wenn die komischen Flocken schon in die Fresse kommen, Alter. Das ist deine schöne Remoulade. Nee, Leute. Nee. Nee, keine Chance, Alter. Ich trinke das nicht. Juli. Du darfst ein Schlückchen. Du fängst an. Ich hab vorhin Ach verdammt. Alter, mich wirkt's. Mich wirkt's. Ich hab schon. Oh ne, ich will nicht. Kleines Schlückchen. Schluck. Ja! Nein! Boah, gib mir mal was. Ich muss mal Bier. Ich brauch was zum Nachgurgeln. Boah, ich werd mit dir, du schaffst nicht, aber. Boah, das sieht echt schon verdammt eklig aus. Das Ei, das bleibt im Rachen so hängen, Alter. Das ist eklig. Schlimmer wie Farmer. Das ist schlimmer wie Farmer. Das ist wie. Jetzt weiß ich, verstehe ich ihn, Tobi. Ich will auch nicht, aber ich habe auch nicht verloren. Wir zwei trinken nochmal, dann musst du auch nochmal trinken. Boah, das ist eklig. Genau, wir zwei nochmal, dann machst du noch einen Abschiedstrick. Wenn nix dann auch trinken! Ey! Alter! Boah, das ist eklig. Du musst auch noch einen Schluck nehmen. Boah! Okay, ich probier's auch mal. Ich kann nicht, Alter. Mach jetzt! Stimmt jetzt. Die klappt jetzt. Oh! Tobi, du musst auch nochmal. Nee. Doch. Oh. Das hieß eigentlich erst auf, ne? Das ist das eklig. Boah, das schmeckt echt wie Kotze. Oh. Ich sag's doch die ganze Zeit, Alter. Das riecht. Und mir kriegt den Schmack gar nicht raus. Gut, dann machen wir es so, wir haben euch jetzt hoffentlich genug unterhalten. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Wünsche habt irgendwie, dass wir nochmal so eine Challenge machen mit irgendeiner anderen Bestrafung. Genau, da ist die Remoulade jetzt am Schlauch, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ein paar schöne Ideen für uns. Ja, Jungs, Mädels, das Video ist durch. Wir sind an dieser Stelle raus, werden jetzt nochmal eine Runde kotzen. Oh, ich schwitze. Und dann sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Mal wieder. Euer Smokebuster-Team ist raus. Sagt bis zum nächsten Mal rein und Servus.